Ja, wofür, lieber Thomas, steht dein Kanal Mission Millionär? Grüße dich und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. Hier möchte ich mal ganz kurz eine Frage aufgreifen, die ich von jemandem erhalten habe. Wofür steht mein Kanal? Das war allerdings über Facebook. Und zwar, ja, bleib einfach dran, nach dem Intro erkläre ich es dir gleich. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ja, ich bin gefragt worden, wofür steht mein Kanal, warum habe ich ihn auf Mission Millionär umgetauft und geht es hier um Aktien, investieren, ja, Geld anlegen oder sogar Trading oder geht es jetzt hier um Unternehmertum oder geht es hier um Selbstständigkeit, also wie mache ich mich selbstständig, wie werde ich Unternehmer oder was bedeutet Unternehmertum oder geht es jetzt hier um Marketing und Sales? Ja, ist wieder was völlig anderes und so weiter und so weiter. Bin ich mal gefragt worden letztens und ja, die Antwort ist ganz einfach und präzise: alles! Es geht um alles! Ja! Und warum? Hierzu mal folgendes Beispiel. Ich habe ja an der University of York studiert, ja, das datet ja schon zurück. Ich glaube, da war ich in 1998, 99, sowas um den Dreh rum. Ja, da war noch die Deutsche Mark und da konntest du dann letztendlich deine Deutsche Mark, 3 Deutsche Mark 50, na, für einen Pfund umtauschen damals noch. Und hast letztendlich, ich glaube, ein Cappuccino war umgerechnet dann um die 6 bis 8 Deutsche Mark. Ne? Heutige Euro wahrscheinlich der gleiche Wert. Das waren noch Zeiten. Heute ist es genau umgekehrt. Kurze Rede, langer Sinn. Dort habe ich ITBML studiert. Ich komme auch dann gleich dazu, warum ich das sozusagen aus der Tasche zaubere. Ja? ITBML ist Information Technology, Business Management and Languages. Das heißt, ja, 50% Computer, ja, 50% oder 35% Business und Management und Finanzen und so weiter, Wirtschaft und dann noch 15% Fremdsprachen. Ich hatte Italienisch und Französisch. Das heißt, morgens ging mein Tag los. Ich hatte irgendwelche Lectures, ja, also irgendwelche Lektionen so von 8 bis 10 für Java-Programmierung, ja. Ja, also mit Boolean und so weiter. Ne? Dann hatte ich, sagen wir mal, von 1 Uhr bis 3 Uhr oder bis 2 Uhr Bilanzen lesen, ja, also Financial Assets, Financial Management, ja, buchhalterische Geschichten und so weiter, Firmenbilanzen verstehen. Ja, und dann abends zwischen 5:30 und 7:30 hatte ich dann noch Französisch für Business. Ja, wie schreibe ich einen Geschäftsbrief auf Französisch? Ja, da ist die Schrift nochmal etwas komplizierter wie im Englischen. Tja, und damals, als ich das gerade gemacht habe, da habe ich das noch gar nicht so realisiert gehabt, ja, wie wichtig all diese Dinge eigentlich sind und wie prädestiniert eigentlich dieses Studium war, um Entrepreneur zu werden. Das hatte ich gar nicht richtig verstanden, weil die wollten natürlich nicht, dass du unbedingt jetzt, dass sich alle selbstständig machen, weil die hatten ja Liaison mit allen möglichen großen Firmen, wie zum Beispiel Lehman Brothers, wie Credit Suisse, wie Deutsche Bank, wie Accenture, wie PricewaterhouseCoopers und so weiter. Also alle großen Finanzhäuser, alle großen Consultancies. Und da wollten die uns natürlich unterbringen, weil die dort natürlich Liaison machen. Ja? Ich weiß nicht, ob die vielleicht auch Provisionen bekommen haben, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die dort natürlich Verbindungen geknüpft. Wenn du jetzt einfach sagst, ich mache jetzt einfach mein eigenes Ding und das macht dann jeder, dann kommen die Firmen halt nicht mehr so gern zu der Universität, weil sie da keine neuen Sklaven, ja, keine Nachzügler, keine Studenten, keine Praktikanten und so weiter dann kriegen würden, na, wenn sie jeder sein eigenes Ding macht. Von daher ist die Uni da gar nicht so interessiert daran, dass du dein eigenes Ding machst, und deswegen ist es auch uns gar nicht so mitgegeben worden, dass es eine Option wäre, obgleich einige, also wirklich hier Hotshots, ja, also teilweise Studenten, die irgendwie 5 Jahre jünger waren wie ich damals,
schon nebenbei drei Businesses hatten. Ne? Es war eben so eine Art, Cambridge, Oxford, Elite, Uni, ja, also da waren schon ein paar abgespacete, so Geeks und so weiter. Aber warum erzähle ich das alles? Ganz einfach, weil das ist es genau, was du, um zumindest die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass du erfolgreich bist als Selbstständiger oder als Unternehmer, das ist es genau, was du tun musst. Denn ich höre das so gerne und so oft, besonders von dieser jungen Szene, ja, also jungen Unternehmer und so weiter. Ja, für Steuern hast du dann den Steuerberater, das macht der, da kümmere ich mich noch nicht drum. Ja, aber nee, das ist falsch, das ist falsch. Nicht nur die junge Szene. Ich kenne ganz viele, ich habe ganz viele ältere Unternehmer schon kennengelernt in meinem Leben, die auch den gleichen Mindset hatten. Steuern, da habe ich hier Steuerberater, das macht alles der, da kümmere ich mich nicht drum. Buchhaltung, das macht alles die Person oder die Firma, da kümmere ich mich nicht drum. Ja, Geldanlage, das macht alles die Firma und die Person, da kümmere ich mich nicht drum. Ja? Manche haben dann auch das Marketing outgesourced, kümmere ich mich nicht drum, machen alles die. Ja, Webseite machen alles die, kümmere ich mich nicht drum. Ja, Webseite programmieren. Egal was es ist, ja, die Liste ist lang. Ja, und das ist jetzt nicht grundsätzlich falsch. Nur, der wirklich erfolgreiche Unternehmer, der kennt sich mit all diesen Bereichen aus und delegiert. Ja, beides. Ja, und das ist das absolut Entscheidende. Wenn du dir mal anschaust, so richtige Multimillionäre, ja, die quasi von nichts ihr Unternehmen aufgebaut haben und jetzt hunderte von Millionen Umsatz machen, ja, in den USA oder sowas, die haben ein unglaubliches Wissensspektrum. Die haben tatsächlich tausende von Büchern reingezogen sich, ja, und sich geschult. In allen Bereichen. Warum? Das ist nämlich entscheidend, und das sagt übrigens auch ein Alex Fischer, ja, du bist, auch wenn du niemals selber ein Steuerberater bist und sein wirst, ist es doch entscheidend, dass du dich bis zum Höchstmaß fortbildest in Sachen Steuern, genauso wie in Sachen Finanzen, genauso in Sachen wie Geld anlegen, genauso in Sachen wie Marketing, genauso in Sachen wie Buchhaltung, ja, um überhaupt auf Augenhöhe mit all diesen Firmen oder Personen, wo du die ganzen Tätigkeiten operativ outsourcest, ja, dich unterhalten zu können und nicht über den Tisch gezogen wirst. Ich habe so oft erlebt in meinem Leben, dass einfach dann plötzlich, wir haben ja so viele Außenstände, ja, der Chef, ja, ist halt einfach Chef gewesen und hat sich einfach nie richtig mit der Buchhaltung oder mit den Außenständen, mit den Verbindlichkeiten beschäftigt, hat halt der komplett vertraut, hat gesagt, naja, ich habe hier eine Buchhaltung eingestellt, ja, entweder intern oder extern als eine Firma beauftragt, einen Freelancer, auf welche Art und Weise auch immer, es ist völlig egal. Aber der hat sich halt nie wirklich im Detail mit der Buchhaltung dann beschäftigt, weil er es vielleicht auch nicht kann, weil er sagt, ich kann ja nicht alles. Aber das ist eben genau der falsche Mindset. Wenn du ein Unternehmer sein willst, ein erfolgreicher oder zumindest jemand, der, was ist eigentlich Erfolg, weiß ich nicht, aber jemand, der halt nicht über den Tisch gezogen werden kann, soll und will, ja, da musst du dich logischerweise mit allem auskennen, weil letztendlich bist du dir alleine auf der Welt, ja. Du bist dir der Nächste. Es ist leider so, ja, bei aller Liebe, bei aller Partnerschaften und alles und so weiter, ist alles super, ja, ist auch alles vertraglich geregelt und so hoffentlich immer, ja. Aber ich habe schon so oft erlebt, ja, 2-3 Leute gehen zusammen, gründen eine Firma, paar Jahre später, die eine Person lernt jemanden kennen, heiratet, plötzlich ist da was. Ja? Meinungswechsel, die will aussteigen oder der Ehemann von der Frau, die Partner ist, sozusagen über Geklüngel, ja, bekommt Dienstleistungen, zieht sich Dienstleistungen raus aus dem Unternehmen oder verkauft Dienstleistungen, erbringt sie aber nie wirklich und es gibt immer einen Wandel und so weiter, ja, und ohne jetzt zu viel in die Details zu gehen, es ist absolut entscheidend für dich, ja, wenn du da rausgehst in diese Welt, in diesen Ozean, wo alles mögliche rumschwimmt, ja, da schwimmen hübsche Seepferdchen rum, aber auch hübsche Haifischchen, ja, und das ist einfach wichtig, dass du von allem eine Ahnung hast, ja, und da ist kein Weg dran vorbei, wenn du dir sagst, ich will so ein Fachidiot sein, ja, so eine Eule, ja, so einfach nur in einem Spektrum, ja, so wissenschaftlich
absolut perfekt sein und nichts anderes und nur so ein Tunnelblick, dann werde Wissenschaftler, dann bewirb dich irgendwo in der Universität oder in ein wissenschaftliches Institut oder geh irgendwo als Beamter rein oder irgendwie sowas, aber werde nicht Unternehmer. Du brauchst dieses große, weite Spektrum, sonst wirst du irgendwann mal früher oder später mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, nicht mit einer Garantie, aber mit einer hohen Wahrscheinlichkeit über den Tisch gezogen oder hast halt entsprechende Nachteile. Und das ist einfach nur ein Fakt, den ich quasi aus vielen Jahrzehnten, die ich erleben durfte, ja, in meinem Dasein, dir bestätigen darf. In diesem Sinne, hol dir ein sehr weites Spektrum von allen möglichen. Ich möchte mich jetzt hier wirklich nicht anhören wie einer, der sagt, investiere in Fortbildung und da-di-da und da-di-da, ja. Und hier unten ist mein Seminar für 5000 Euro am Tag. Bitte schreib dich ein, ja. Diesen Link wirst du hier unten nicht finden, ja. Da gibt es andere, die das machen, ja. Und auch kein Affiliate-Link derartig. Aber ich werde dir vielleicht ein paar Links reintun von ein paar interessanten Büchern oder Kursen, die sich preislich in Grenzen halten. Ja, sagen wir mal so 50 Euro oder sowas. Ne? Also einmal Kino gehen mit der Freundin und eine Tüte Popcorn, sag ich immer. Ne? Das kann sich, glaube ich, noch jeder leisten. Also bis zum nächsten Mal. Abonniere meinen Kanal und schau das nächste Video. Daumen hoch nicht vergessen. Ja, und tschüss, dein Thomas Klein.